Meine Lieben, in Maria verwirklicht sich der Plan Gottes für alle Menschen im vollen Maß. Das ist immer ein Zwei-Stufen-Plan. Das ist eigentlich ganz einfach. Der erste Schritt ist Empfang der Gnade und das zweite ist dann Werkzeug für die Gnade zu sein, damit Gott im Heiligen Geist wirken kann durch den Menschen. Und es ist die Frage, ob man das überhaupt will. Viele sagen, ja, vielleicht, wenn ich Zeit habe, aber ich bin ja auch ein Mensch, ich will auch leben. Zuerst einmal ist der Job, dann vielleicht meine Familie, die Hobbys, Haus und Garten. Naja, vielleicht geht sich da noch was aus. Viertelstunde, 10 Minuten oder eine halbe Stunde. Und deshalb wirkt auch keine Gnade. Wenn wir den Glauben nur als religiöses Hobby, als Freizeitbeschäftigung sehen, dann ist das einfach eine Themenverfehlung. Maria ist mit Leib und Seele ganz und gar geheiligt. Das heißt, sie ist bis in jede Zelle, in jede Phase ihrer Existenz in das Eigentum Gottes übergetreten. Kein Futzer an ihr, was nicht ganz Gott gehört hätte und von seiner Gnade erfüllt ist, weil sie dazu bereit ist. Sie hat gesagt, ich bin die Magd des Herrn. Und deshalb ist auch der ganze Herrgott in ihr Wohnung, hat in ihr Wohnung genommen und hat Fleisch angenommen, um durch sie zur Welt zu kommen, durch den Heiligen Geist. Das ist das Geheimnis Mariens und das ist das Geheimnis jedes Getauften. In dem Maß, wie unsere Hingabe ist, unsere Bereitschaft, umso mehr kann Gott durch uns wirken. Bei Maria ist es die Menschwerdung, angekündigt durch den Erzengel Gabriel. Der Heilige Geist hat sie überschattet. Dann der nächste Schritt durch den die Elisabeth den Heiligen Geist und den Herrn empfangen hat. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Also sie hat wirklich die Gegenwart Jesu erkannt und begriffen im Heiligen Geist. Johannes wurde geheiligt, der Vorläufer des Herrn. In der Geburt Jesu, dann in der Begleitung des Herrn zum Großteil aus der Distanz, wo sie aber dennoch ganz im Herzen mit ihm vereint war, wo sie mit ihm dann ganz eins war, auch in seinem Kreuzestod und seinem Leiden. Eine Mutter, die mit ihrem Kind leidet, wenn es krank im Bett liegt, so als ob selbst die Schmerzen tragen würde und der 40 Grad hat, kann sich ein bisschen vorstellen, was es für die Gottesmutter bedeutet hat. Das Kreuzesleiden des Herrn mitvollziehen, unblutig und dennoch ganz und gar hilflos und ohne irgendwie helfen zu können. Es bringt dich innerlich um. In der Gnade Gottes ist sie bis zum Schluss am Kreuz gestanden.
tat seinem erstorbenen Leib dann wieder in ihren Armen gehabt. Sie hat ihre Sendung noch aufgenommen. Siehe, da ist dein Sohn. Ihr ist zum Weinen, weil die Katastrophe gerade im Gange ist, weil ihr Sohn stirbt. Und der hat nichts Besseres zu tun, als zu sagen, siehe, hier ist dein Sohn. Und schau deine Mutter. Nein, das ist schon ein bisschen heftig. Sogar diese Situation hatte er genommen, um sie in seine Sendung und in ihre Sendung hineinzugehen. Das letzte Platz der Intimität zwischen ihm und ihr hatte er genommen. Und auch das hat sie hineingegeben in ihre Teilnahme an seiner Sendung. Und deshalb hat sie dann auch mit den Aposteln gebetet und dem Heiligen Geist. Und hat sie begleitet bis zu ihrer Himmelfahrt. Um die Frühe, das Pflänzchen der jungen frühen Kirche zu stützen. Das sind ja alles ihre Kinder. Bis sie dann in den Himmel aufgenommen worden ist. Und dann hat sich ihre Sendung vollendet entfaltet. So ähnlich wie eine Blume, eine Blüte. Wenn die Blüte zusammen ist, ist alles drinnen. Und wenn sie dann aufgeht und zu ihrer vollen Größe sich entwickelt, kommt das alles zum Ausdruck. Und so ist Maria im Himmel in ihrer Sendung vollends entfaltet. Eine Blüte, die so groß ist wie der ganze Erdball. Wie die ganze Schöpfung. Unter ihrem Schutzmantel hat das ganze Universum Platz. Jede Seele und jedes Geschöpf. Und deshalb haben wir Hoffnung und Zuversicht, wenn wir zu Maria gehen. Ihr kann Gott keine Bitte abschlagen. Aber sie ist auch ganz eins mit dem Willen des Herrn. Das heißt nicht, dass jeder dickschädelte Vogel, den wir ihr ans Herz legen, auch gleich umgesetzt wird. Sie ist uns Vorbild in dem, dass auch wir uns von der Gnade formen lassen, dass wir uns bereit machen für den Dienst und dass auch wir unsere christliche Sendung ernst nehmen. Jeder in seiner Weise, dort wo der Herr im Himmel steht, immer an der Hand der Gottesmutter. Wir sind ihre Kinder. So ist das Fest Maria Himmelfahrt ein Aufbruch für die ganze Kirche in die Welt hinein. Amen. Vergelt's Gott.